Herzlich willkommen zurück bei den Alrix und bei der Kampagne Die zweiköpfige Schlange. Wir sind in Bingham in Oklahoma, einer verstaubten, heißen Stadt mitten im Nirgendwo. Dr. Deed liegt in dem abgedunkelten Zimmer des Hotels, in dem ihr abgestiegen seid. Du bist allein. Die Fenster sind mit Vorhängen verhangen und mit Tüchern abgedeckt, dass kein Staub ins Innere kommt. Trotzdem siehst du das Zimmer sehr, sehr genau. Du riechst den Staub förmlich in der Luft. Du riechst den Schweiß der Menschen, die vor dir hier durchgegangen sind. Dein Kopf schmerzt etwas. Deine Füße tun dir weh. Du fühlst dich, dein ganzer Körper juckt irgendwie. Und du fühlst dich sehr hungrig. Du hast Appetit auf Fleisch, auf gut abgehangenes Fleisch. Nun, dann werde ich mich doch mal aufmachen, etwas zu essen. Aber wo ist eigentlich diese Susan? Ja, du bist eingeschlafen einige Zeit und das Zimmer ist leer. Okay. Gut. Ja, dann gehe ich mal einfach Richtung Kirche auch. Okay, ja. Gehst Richtung der Kirche. Das Gehen fällt dir schwer, schwerer als in der Früh. Deine Füße tun dir ziemlich weh, die Fußsohlen vor allem. Und als du Richtung Kirche gehst, siehst du dann, wie Craven und Miss Goodwin zurückkommen von der Kirche. Sie kommen dir entgegen und ihr seht Deed, wie er da durch die Gassen und Straßen geht oder fast schon torkelt. Also er sieht blass aus. Seine Augen sind ein bisschen rot unterlaufen. Er humpelt und er sieht sich immer wieder um und hält manchmal inne, um zu schnüffeln. Sie sollten wirklich mal ein Bad nehmen. Dietz, Sie sehen so gut aus wie noch nie. Haben Sie getrunken? Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Natürlich nicht. Ich fühle mich nur etwas hungrig. Okay, dann sollten wir vielleicht einen Diner suchen? Oh ja, das habe ich tatsächlich vor. Ich möchte heute mit jemandem speisen. Und ich bin gerade auf der Suche nach diesem jemanden. Sie haben nicht zufällig die Dame gesehen, die mit uns im Zimmer nächtigt? Nein? Nun, dann werde ich mich mal ein bisschen umsehen. Was haben Sie gesagt? Sie wollen jemanden verspeisen? Ich möchte mit jemandem speisen. Oh. Oder habe ich mich verploppt? Nun, wenn das der Informationssammlung liegt, in Ordnung, aber Sie sind nicht hier, um irgendwelche eigenen Flirtversuche und Avancen zu starten. Das ist Ihnen natürlich schon klar. Natürlich nicht. Also, so gut müssen Sie mich doch kennen. Ich möchte einfach sehen, was exemplarisch diese Dame hierher geführt hat. Vielleicht findet man ja irgendwelche Indizien, welche Leute denn besonders anfällig auf den Reverend sind. Nun gut, ja, natürlich. Ja. Wir sind gerade auf dem Weg ins Postamt, um zu schauen, ob wir dort alte Aufnahmen finden. Das Postamt? Ja, dort ist auch entsprechend das Telegrafenamt untergebracht. Dort, ja, dort werden die Radiosendungen vom Reverend übertragen. Mhm. Also er zeichnet sie dort auf und überträgt sie dann. Es sind keine Live-Aufnahmen. Und nun ja, vielleicht finden wir dort irgendwelche Geräte zur Bearbeitung dieser Aufnahmen oder sonst irgendetwas. Zumindest einmal Auskundschaften und dass wir uns vielleicht... Mhm. Und ist Ihnen denn auch schon mal in den Sinn gekommen, dass vielleicht nicht der Reverend das Problem ist, sondern diejenigen, die das dann übertragen, wenn er das nicht live macht? Nun, genau das gedenken wir herauszufinden, auch wenn der Reverend nun schon sehr selbst überzeugt geklungen hat. Wir haben gerade mit ihm gesprochen. Ich glaube nicht, dass dieser Reverend da 40 Tage und 40 Nächte draußen war. Meinem geschulten Auge hat er keinen Überlebenssinn da draußen gehabt. Könnte auch gut sein, dass es sich hierbei auch bereits um einen Schlangenmenschen handelt. Naja, aber Sie haben ja ein Date, oder? Noch nicht. Versuchen ein Date zu haben. Ja. Versprechen Sie mir nur eins, Doktor. Fallen Sie nicht über die Kleine her, okay? Ich habe vorhin ein bisschen geruht und vielleicht kam mir im Schlaf eine Idee. Wir wissen ja immer noch nicht, wie man diese Schlangenmenschen identifiziert. Rein anhand des Blutes geht es nicht. Aber vielleicht haben sie einen besonderen Geruch oder einen besonderen Geschmack.
Was wollen Sie jetzt tun? Sie Doc? Essen? An wildfremde Leute herantreten, an ihn schnuppern und sie in den Arm beißen? Vielleicht ist das etwas, dem man nachgehen kann. Es sind nur Ideen. Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Sir? Nun, Raft. Sie sehen etwas schlimmer aus als gewöhnlich. Ja, ganz gut fühle ich mich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, ich brauche einfach etwas zu essen. Vor allem etwas Fleisch. Ich habe richtig Lust auf Fleisch. Ich sah einen Friedhof da hinten hinter der Kirche. Draußen in der Wüste. Ich werde jetzt diese Susan suchen. Ich möchte, wie gesagt, etwas über sie herausfinden. Ich werde bei Ihnen bleiben, Sir. Tu das. Aber halte dich im Hinterkopf. Craven und Goodwin, was tut ihr? Zum Postamt. Okay. Ihr geht zum Postamt. Neben dem Bahnhof steht ein einfaches Fachwerkhaus, welches das Postamt und das Telegrafenamt des Ortes ist. Hier werden die Bahnfahrkarten verkauft und es gibt ein Telefonamt mit mehreren Telefonzellen. Ihr seht einen Mann, der dort scheinbar arbeitet, und einen zweiten Gehilfen. Ich trete auf ihn zu. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Das hier ist der Ort, wo der Reverend seine Aufnahmen macht? Guten Tag. Ja, das ist richtig, ja. Wir sind große Fans von Telekommunikation. Und das hier ist wirklich der Ort, wo er seine Aufnahmen macht. Es ist quasi eine heilige Stätte. Dürften wir den Raum einen Blick drauf werfen, von wo er aus sendet? Tut mir leid, das ist ausgeschlossen. Wieso? Nun, es ist ein privater Raum, abgesperrt, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Wem gehört dieser Raum? Mir. Dürfen wir die Erlaubnis von Ihnen haben, einen Blick da reinzuwerfen? Nein. Wieso nicht? Nun, wir sind wirklich glühende Verehrer des Reverends und möchten sein Werk in völliger Gänze begreifen. Und wir sind Freunde der Kommunikation, der Telekommunikation. Auch das natürlich. Ich lasse so einen Schein über den Tisch wandern. Ja, das verstehe ich, aber bedauere, ich bin loyal gegenüber dem Reverend und er schiebt den Schein zurück. Nun wissen Sie, wir haben bereits mit ihm gesprochen und er selbst hat uns gesagt, dass wir hierher kommen können. Ich möchte gerne ihn um den Finger wickeln. Okay, mach eine Probe. Ich gebe 9 Glück aus, dann habe ich es geschafft. Dann hast du einen normalen Erfolg. Es tut mir sehr leid, aber nein. Das ist außerordentlich traurig zu hören. Ich dachte, wir hätten einen gleichgesinnten Freund der Telekommunikation gefunden. Ja, da kann man nichts machen. Danke schön für Ihre Zeit. Ich bin ein Freund der Telekommunikation. Ich habe die neueste Telegrafenausrüstung hier und sogar ein Grammophon. Ein Grammophon? Können uns da viel erzählen, Sir, aber das können Sie auch irgendwo gelesen haben. Wenn wir keinen Blick drauf werfen dürfen, dann... Ein Grammophon ist wirklich die neueste. Benutzt der Reverend das Grammophon auch? Ja. Das ist die neueste Technik, so ein Grammophon. Natürlich, aber erzählen kann man viel. Sie glauben mir nicht. Ich hab's hier. Ja, wenn Sie das sagen, aber Worte sind eines, Taten sind was anderes. Und ich mache mich schon auf zum Gehen. Ein bisschen traurig niedergeschlagen, Kopf hängend. Ja, Moment, ich kann Sie aber nur kurz zur Tür rein. Wir möchten nicht mal in den Raum, wir möchten nur einen Blick... Auf das Equipment zu werfen. Na gut, einfach nur einen Blick von draußen, der wird wohl nicht schaden. Also kommen Sie mit. Oh, vielen Dank, Sir, vielen Dank. Gregory, du achtest auf die Kunden, ja? Ja, Mr. Clarkson. Und der Mann führt euch in ein Hinterzimmer und schließt eine Tür auf, bleibt in der Tür stehen und öffnet die Tür. Und drin steht tatsächlich ein Tisch, ein Stuhl und ein großes Grammophon steht dahinter auf dem Tisch. Also das ist es. Das ist unser ganzer Stolz. Können Sie darauf etwas abspielen? Ja, selbstverständlich. Das ist eindeutig alles, was ich mir erhofft habe.
Ja, es ist schon wirklich ein Wunderwerk der Technik. Also von hier allwöchentlich Radiosendungen Sendungen aufzuzeichnen und in die Welt zu spielen ist. Sagen Sie, senden Sie selbst auch Radiosendungen und zeichnen auf? Nein, wir senden sie nicht. Wir bringen sie nach Oklahoma. Radio KFOC, die senden das. Hat dieser Raum ein Fenster? Ja. Dann benutze ich meine Spatial Awareness und merke mir, wo dieser Raum in dem Gebäude ist, dass ich dann, wenn ich um das Gebäude herumgehe, dass ich dann das Fenster... Könnten Sie uns das Grammophon einmal in Aktion zeigen? Meine Neugierde der Telekommunikation ist gestillt. Ich würde zu gerne einmal das Equipment berühren, das der Reverend benutzt. Angel, das geht, glaube ich, zu weit. Sir, danke für Ihre Zeit, oder? Ich fürchte doch, ja. Und er schließt die Tür und dreht den Schlüssel im Schloss. Also, Sie haben es ja gesehen. Vielen Dank, ich konnte etwas von der Aura erspüren, die in diesem Raum herrscht. Vielen Dank, wir möchten Ihnen nicht weiter in den Weg stehen. Dankeschön. Oh, Sie stehen mir nicht im Weg, Sie fallen mir nicht zur Last. Nein, ich freue mich über neue Leute, die hier nach Bingham kommen. Danke sehr. Jack Craven ist mein Name. Nathaniel Clarkson. Nennen Sie mich Angel. Oh, Sie sind hier wegen den Sendungen von Reverend Cornfield, wie ich dem entnehme. Ich nicke sehr vehement. Ja, wir haben schon großes Glück mit dem Reverend, dass er hier ist. Nun, wir möchten Ihre Zeit nicht weiter beanspruchen. Haben Sie Dank für den Blick in diese Stätte. Sehr gerne doch. Und wir gehen. Ziehen den Rückzug an. Okay, die geht raus. Also mit einer Stange Dynamit könnte man diesen Teil von diesem Gebäude wegsprengen. Ich dachte, wir steigen eher durch das Fenster ein. Wäre, glaube ich, praktischer, wenn wir das im Schutze der Nacht tun. Gut, dann kommen wir heute in der Nacht wieder. Sehr gut. Der Reverend hat eine Messe für heute Abend oder erst für morgen? Erst für morgen um 9. Ja, das würde ich mir gerne anhören mal. Auf jeden Fall. Sehen wir uns noch ein bisschen um. Vielleicht können wir noch ein paar, ich weiß nicht, ansässige Leute befragen. Er geht durch die Straßen der Stadt weiter. Dr. Diet, glaube ich, tut dasselbe. Wonach hältst du denn Ausschau? Du wolltest irgendetwas, wo man etwas essen kann. War das richtig? Nein, eigentlich bin ich jetzt mal Richtung Kirche unterwegs Richtung Kirche, ja. Ja, die findest du dann auch sehr schnell. Luraft und Goodwin und Craven sind von der Kirche gekommen und du siehst dann halt auch dieses weiße Holzgebäude mit einem weiß gestrichenen Glockenturm und einem Zaun davor. Der Garten ist karg, so Staubhosen wie ihn davor. Dann gehe ich mal rein und schaue, ob da Leute drin sind, die irgendwie gerade beten. Das nicht, auch du siehst ein leeres Rednerpult vor einer Reihe von Kirchenbänken nach hinten, die jeweils mit einer dünnen Schicht Staub bedeckt sind. In der hinteren Ecke siehst auch du den niedrigen Tisch mit einem Stuhl unter einem Dachfenster. Auf dem Tisch sitzt ein Mann. Dunkler Anzug, volles Haar, Alter schwer zu schätzen, er schreibt an irgendetwas und um den Tisch herum an den Wänden hängen Kinderzeichnungen. Einen wunderschönen Abend. Ah, schönen Abend, schönen guten Abend Ihnen auch. Ich nehme an, Sie sind der Reverend. Reverend Cornfield, ja. Sind Sie neu hier, ebenfalls mit dem Zug angekommen heute? Oh, so ist es. Und ich bin auf der Suche nach einer sehr netten Begleitung, die ich heute getroffen habe. Auch einer Ihrer vielen Bewundererinnen. Oh, tatsächlich. Nun, leider schaffe ich es nicht immer, alle zu begrüßen, die mit der Bahn ankommen. Daher fürchte ich, habe ich Sie noch nicht gesehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber Sie finden sich zurecht. Sie finden ein Hotel. Haben Sie ein Zimmer? Ja, ich habe ein Zimmer. Aber ich konnte mir nicht leisten, alleine in diesem Zimmer zu schlafen. Aber ich teile mein Zimmer mit anderen. Und es sind zum Glück alles Bewunderer von Ihnen. Nun, wunderbar. Solange Sie zufrieden sind. Ja, natürlich. Wieso fragen Sie? Wir haben ein paar leerstehende Häuser hier und ich und der Sheriff beginnen damit, sie zuzuteilen an jene Leute, die sich länger hier niederlassen wollen. Oh, das ist großartig. Wir werden es schaffen, alle unterzubringen. Denn ganz ehrlich, ich habe schon darüber nachgedacht, hier nicht nur kurzzeitig zu verweilen, denn
Ich sage es, wie es ehrlich ist. Ich möchte hier bleiben und ihren Botschaften lange lauschen und sie vielleicht sogar unterstützen, wie auch immer ich das kann. Nun, Sie können sich morgen um 9 Uhr halte ich einen Gottesdienst ab. Sie können teilnehmen und Sie können sich der Prüfung des Glaubens unterziehen, wenn Sie das möchten. Das werde ich auf jeden Fall. Ich bin sehr gläubig. Ich bin zwar auch ein Mann der Wissenschaft. Ich bin Arzt, müssen Sie wissen. Und vielleicht kann ich Ihnen ja mit dem, was ich mit meinem weltlichen Wissen habe, etwas unter die Arme greifen. Was natürlich nichts im Vergleich ist zu Ihrem göttlichen Wissen. Nun, das würde ich jetzt nicht behaupten. Einen Arzt hier zu haben, würde uns schon sehr helfen. Wir haben einen Arzt, Dr. Ralf Kunkel. Aber wenn unsere Gemeinde wächst, ist es sicher von Vorteil, noch einen weiteren Arzt hier zu haben. Oh, Sie haben einen Arzt hier? Ja, schon immer. Kann ich den dann finden? Es freut mich immer sehr, mit Kollegen zu sprechen. Er beschreibt dir den Weg. Beschreibt dir den Weg innerhalb der Stadt. Oh, das ist sehr freundlich. Gut, dann sehen wir uns morgen um 9. Ich wäre sehr erfreut, wenn Sie teilnehmen. Und ich bin sehr erfreut, Ihnen zu lauschen. Oh, das sind sehr, sehr viele Lorbeeren, die Sie mir da vorschießen. Aber Sie haben ja noch gar nicht gehört, was ich zu sagen habe. Vielleicht gefällt es Ihnen nicht. Nun, aber ich kenne Ihre Predigt aus dem Radio. Ja, das tun die meisten, wie es scheint, dieser Tage. Ich bin sehr erstaunt und erfreut, dass Sie so gut anzukommen. Wirklich, Sie sind überrascht. Aber Sie müssen doch selbst wissen, wie fähig Sie sind. Was ich gehört habe, müssen Sie doch eine unglaubliche Erleuchtung gehabt haben in der Wüste. Ich tue, was ich kann, doch ich bilde mir nichts ein. Hat mich gefreut, Sie getroffen zu haben. Sie sind bescheidener, als ich dachte. Gleichfalls, Doktor. Dann gehe ich raus und mache mich mal auf den Weg zu dem Arzt. Craven und Miss Goodwin, was wolltet ihr in der Zwischenzeit tun? Vielleicht suchen wir irgendwo einen Ort zum Abendessen. Deiner oder? Ja, ihr seid schon ein bisschen durch die Stadt gewandert, durch den Ort, habt euch umgesehen. Die einzige Bar des Dorfes scheint der Deerhead Saloon zu sein. Und der liegt etwas außerhalb, jenseits der Gleise am Bahnhof und mit der Hinterseite zu den weiten, staubigen Äckern hin, die Nummer 9 auf der Karte. Es ist ein Holzgebäude mit flachem Dach und einer Salontür, hinter der allerdings nochmals eine richtige Tür liegt zum Schutz vor dem Staub. Da könnt ihr reingehen und als ihr die Tür öffnet, seht ihr als erstes eine Bar, hinter der ein Mann mit hochgekrempelten Ärmeln Gläser poliert. In einer Ecke steht ein ausgestopfter Grizzlybär, auf den Hinterpfoten hoch aufgerichtet, die Pranken erhoben, die Zähne gefletscht. Hinter der Bar ganz oben hängt eine Schrotflinte. Und der Salon ist durchaus gefüllt. Also ihr seht 7, 8, 9 Leute, die da drin sitzen, irgendetwas löffeln aus Tellern. Etwas trinken. Dann suchen wir uns einen kleinen Tisch. Findet Freitische und der Barmann sieht das, beäugt euch, Gläser putzend, als er reingeht, stellt es dann weg und er wartet ein bisschen, während sich auch die anderen ringsum ein bisschen nach euch rumsehen und schließlich kommen da auf euch zu. Das Tuch, mit dem er geputzt hat, so über den Arm geworfen. Guten Abend, neu hier? Heute mit dem Zug angekommen. Ja, Sir. Was empfehlen Sie denn? Ein Bohnen mit Speck. Nehme ich. Zweimal bitte. Wunderbar. Zu trinken? Ein Whisky bitte. Wasser. Ein Whisky. Zur Seite der Prohibition. So, so. Kein Problem. Da dreht um und geht zur Bar zurück. Kräft unter die Paar, nimmt ein großes Glas Whisky hervor und schenkt da einen ein. Der Ort gefällt mir. Nach einer Weile kommt er wieder zurück. Ihr seht, wie er über einem offenen Feuer hinter der Bar ist so eine Tür. Da ist ein großer Kessel über einem Feuer, ne? Über so eine Art Kamin. Und da hängt der Kessel drin und da schöpft er was raus. So Bohnen mit einer dicken Soße, Speck ist drin und er legt einen Kanten Brot dazu. Zwei Blechteller mit Löffeln und stellt euch die hin. Dazu der Whisky und einen Krug Wasser stellt er hin. Danke sehr. Sonst noch was?
Erstmal nicht, dankeschön. Na, dann geht er wieder zur Bar, putzt seine Gläser weiter, beäugt euch. Nach einer Weile kommt ein anderer Mann zu ihm, murmelt ein bisschen mit ihm und... Kann ich das hören? Er ist zu weit weg. Kann ich Lippen lesen? Ich kann Lippen lesen. Okay, dann kannst du eine Probe drauf machen. Nicht gut, aber... Nee. Okay. Ja, sie wechseln ein paar Worte und der Barmann deutet auf euch und der andere dreht sich kurz um. Ich prost ihm zu. Er erwidert den Grußverhalten und lässt sich vom Barmann ein Gläschen Whisky einschenken und sitzt dann an der Bar. Ich glaube, es ist gut, wenn das erfordert ihre feinfühlige Kunst der Zwischenmenschlichkeit. Gucken wir mal. Wenn ein Löwe kommt, mit dem es zum Ring gilt, bin ich da. Dann schlendere ich zu dem hin mit meinem Whisky, setze mich neben ihn. Okay. Bruder im Geiste. Biet ihm so das Glas zum Gegenstoßen an. Das denke ich nicht. Nein? Dann haben Sie das Zeug nur zum Spaß bestellt? Oh, ich trinke es, aber nicht mit Ihnen. Was habe ich Ihnen getan? Noch gar nichts. Warum sind Sie hier? Sagen wir so, die Predigten des Reverend sind doch bis nach New York vorgedrungen. Ja, sehen Sie, wenn wir nichts mit Ihnen zu schaffen haben. Sie halten nicht viel vom Reverend. Das kann Ihnen doch egal sein. Nun, ich bin neu hier. Ich bin interessiert an allem, was man über den Reverend erzählt. Ja, gehen Sie in die Kirche. Ja, das habe ich vor. Ich nehme an, Sie sieht man nicht da? Ich gehe nicht in die Kirche. So, Sie begrüßen also nicht, dass der Ort wieder lebendiger wird. Niemand hier geht in die Kirche. Trinken Sie den Whisky und dann verschwinden Sie hier. Wieso nicht? Dann nimm das ein Glas demonstrativ und setz dich an einen anderen Tisch und lässt dich stehen. Ha. Geh zu Craven zurück. Die Kirche scheint nur von Auswärtigen besucht zu sein und die Ansässigen hier scheinen durchaus ein Problem mit dem Reverend zu haben, so wie sich das angehört hat. Klingt danach. Könnten wir einen tollwütigen Mob organisieren. Ich suche Fackeln und Mistgabeln. Graven, erstmal Beweise finden, bevor wir hier einen wütenden Mob heraufbeschwören. Sehen Sie, Miss Godwin, das ist das Große. Das ist die tolle Sache. Ein Mob braucht keine Beweise. Ja, aber sehen Sie schon, wir sollen hier keine blutige Spur direkt hinterlassen. Ja, stimmt. Unauffällige Operation. Ja, da haben Sie recht. Nun denn, ich werde mich jetzt hier hinsetzen und erstmal mein Essen essen und dann halt mir die Ohren weiter offen. Dann würde ich mal Dr. Deed fragen, was du denn nun tun möchtest. Ja, ich bin zum Richtung Arzt gegangen. Ja, es wird langsam dunkel. Du kommst zum Haus des Arztes. Es ist wie alles hier ein einfaches Holzhaus, ein verdorrter Garten, überall liegt Staub auf den hölzernen Schindeln und draußen auf den Fenstern. Du klopfst und nach einiger Zeit öffnet dir ein Mann in etwa in deinem Alter. Hemd in die Hose gestrickt, Hosenträger, trägt einen Hut. Du bist ein Landarzt. Guten Abend, haben Sie sich verletzt? Oh, guten Abend. Mein Name ist Dr. Deed, ich bin selbst Arzt und bin in diese Gegend Doktor. Gekommen. So. Ja, so wie Sie, wie ich gehört habe. Ich bin noch hier bei Dr. Ralph Kunkel. Ja, das ist richtig, ja. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich dachte, ich spreche mit einem Kollegen, wenn ich schon hier bin. Und ich verschließe mich nie einem Gespräch mit einem Kollegen. Was will Sie denn her, Dr. Deed? Nun, aber kommen Sie erstmal rein, der Staub, ist, wissen das Sie. Das ist sehr freundlich, Dankeschön. Er tritt zurück und lässt dich eintreten. Das ist übrigens mein Butler, Raft. Guten Abend, Herr. Guten Abend, Mr. Raft. Kommen Sie rein. Haben Sie Dank. Und dann geht kurz vor die Tür, sieht ein bisschen nach links und rechts die Straße runter, schließt dann die Tür und zieht unten bei den Ritzen auch ein bisschen wieder Tücher davor, dass der Staub nicht ins Innere kommt. Wonach halten haben Sie Ausschau gehalten? Oh, nach gar nichts.
sah aber nicht so aus, als würde sie nach nichts Ausschau halten. Ich möchte ganz ehrlich sein, ich bin neben meiner immer noch andauernden Tätigkeit als praktizierender Arzt auch Forscher, und mir ist doch zu Ohren gekommen, dass hier in letzter Zeit viele Leute herkommen aufgrund dieser Predigten, und mich interessiert dieses Phänomen ganz einfach aufgrund meiner neugierigen Natur. Was halten Sie denn davon, Kollege? Sind Sie deshalb hier, weil Sie Cornfields Schlangennummer in der Kirche sehen? Ich sage Ihnen eins, wenn Sie so dumm sind, Klapperschlangen zu berühren, dann kann selbst ich sie nicht mehr retten. Egal, wie viel Gegengift ich hier auf Lager habe. Wie bitte? Was für Schlangen? Und der Reverend hantiert mit Schlangen, seit er von seiner Reise zurückgekommen ist. Steht natürlich in der Bibel, ja, das stimmt schon, aber hat nicht auch Lucifer selbst sich einst als Schlange getarnt? Ja, Schlangen kommen in der Bibel nun... Ich meine, ich bin nicht so bibelkundig, gebe ich ehrlich zu, aber die kommen nicht so gut weg. Nun ja, das stimmt. Nun, ich halte mich sowieso eher an die weltlichen Dinge. Und haben Sie denn eigentlich den Reverend mal untersucht, seit er aus der Wüste zurückkam? Nein, er kam nicht zu mir. Der Reverend hat keine Gebrechen. Der Reverend hat keine Gebrechen, auch nach 40 Tagen in der Wüste nicht. Nein, der Reverend hat keine Gebrechen. Das kommt mir doch sehr komisch vor. Zuvor auch nicht? Bevor er in die Wüste ging? Ja. Oh, doch, doch, ja. Er wurde langsam alt, seine Haare wurden grau und, nun ja, er war, keine Ahnung, Mitte 50. Er war Mitte 50? Was soll das? Er ist immer noch Mitte 50, aber seit er wieder zurück ist, nun ja, haben Sie ihn schon gesehen? Nun, er macht einen sehr gesunden Eindruck auf mich. Ja, wie ich schon sagte, der Reverend braucht keinen Arzt. Aber es wundert Sie auch. Ja, natürlich wundert es mich. Und was heißt diese Sache mit den Schlangen, die Sie erwähnten? Und seit er wieder da ist, hantiert er mit Schlangen. Bei seinen Predigten. Meinen Sie mit hantiert er mit Schlangen? Er hat Schlangen dabei. Und was macht er mit diesen Schlangen? Er hält sie gefährlich nahe zu den Menschen. Das tut er mit den Biestern. Und ist da auch schon mal was passiert? Nein, bisher nicht. Und was erwartet er sich, wenn er sie zu den Menschen hält? Nun, er nennt es eine Prüfung des Glaubens, der sich manche unterziehen. Wissen Sie denn, was für Schlangen das sind? Ich glaube, er verwendet Klapperschlangen. Haben Sie denn jemals jemanden untersucht, der hierher kam, bevor er in der Predigt war oder nachdem er in der Predigt war? Nein, von den Menschen, die hier ankamen, nicht, nein. Und von den Einheimischen? Gibt es denn von den Einheimischen jemanden, der sich noch in der Glaubensgemeinde vom Reverend bewegt? Natürlich. Mindestens das halbe Dorf oder mehr. Der Schmied und Wallstead im Saloon, der Dierheitssaloon, das sind diejenigen, die sich von ihm abgewandt haben. Dort versammeln sie sich, dort können sie ja weiterfragen, wenn sie wollen. Aber das sind die sich abgewandt haben, der Schmied und der Barkeeper? Ja, der Schmied, Schönbaum, Bill Schönbaum hält manchmal in seinem Haus, nun ja, er lädt zu, ich möchte es nicht Messen nennen, aber die Leute versammeln sich bei ihm einmal die Woche, bringen Essen mit und, nun ja, beten christlich anständig. Also es gibt mehr, die sich abgewandt haben, aber es ist auch eine Minderheit. Nun ja, sehen Sie, Sie sollten es nicht so laut sagen, denn der Sheriff ist ein glühender Anhänger von Reverend Cornfield. Und haben Sie den mal untersucht? Haben Sie irgendjemanden untersucht? Also, Sie sehen selbst nicht gerade gesund aus, wenn Sie mir das gestatten, werter Kollege. Das ist richtig. Mich hat auch die lange Reise etwas mitgenommen. Vielleicht sollte ich Sie untersuchen. Nun, wenn Sie nichts dagegen haben, ich mache das, um sein Vertrauen zu erwecken. Normalerweise würde sich Dr. Deed nie von jemand anderem untersuchen lassen. Aber, ja. Okay, dann begleiten Sie mich nach hinten in meine Praxis. Und er führt dich durch das Haus in seine kleine Praxis, wo es einen eigenen Eingang von hinten gibt. Ihr kommt jetzt durch das Haus rein und da ist ja so eine Art Besprechungszimmer eingerichtet. Ja, setzen Sie sich oder legen Sie sich hin, je nachdem. Oh, ja, haben Sie Dank. Ich lege mich auf eine Bahre.
Nun, was haben Sie denn für Beschwerden? Ich fühle mich einfach sehr, sehr hungrig. Ich habe heute auch noch nichts gegessen. Aber ja, ich habe auch Kopfschmerzen und meine Beine tun mir etwas weh. Ja, lassen Sie mal sehen. Ja, und er sieht dir in die Augen und er fühlt deinen Puls, untersucht dich, Herzfrequenz und so weiter. Und dabei wird er immer ein bisschen stutziger. Und misst nochmal deinen Puls, hält eine Uhr daneben. Wissen Sie, dass Ihr Herzschlag sehr langsam ist? Wirklich? Ja. Nun, dann wäre vielleicht etwas Adrenalin. Ja, Ihnen sind Blut unterlaufen. Und Sie sind ziemlich blass, werter Kollege. Ja, wie gesagt, die Reise scheint mich etwas mitgenommen zu haben. Normalerweise fühle ich mich fitter. Öffnen Sie den Mund, bitte. Der hat so ein kleines Holzstäbchen. So ist es richtig. Ja, danke. Sehr vorstehende Zähne. Bitte, was? Das ist der britische Überbiss. Ralph, sehen meine Zähne anders aus sonst? Ich weiß nicht, Sir. Darf ich sehen? Ja, hier, sehen Sie. Öffnen Sie den Mund, Sir. Gute Güte. Ja, ich würde sagen, das sind Reißzähne. Ja, es kann vorkommen bei Menschen, dass die Zähne überlang sind, aber haben Sie das schon immer, werter Kollege? Nein, das kommt mir doch gerade sehr merkwürdig vor. Ich erinnere mich gerade an eine Begebenheit vor ungefähr einer Woche oder eineinhalb Wochen, wo ich mit diesen Ghouls zu tun hatte. Nein, das habe ich normalerweise nicht. Nun ja, Sie sagten Ihre Füße. Ziehen Sie doch die Schuhe aus, bitte. Ich ziehe die Schuhe aus. Du ziehst die Schuhe aus und die Schmerzen an den Füßen kommen daher, dass sich die Füße ein bisschen verändert haben. Also sie wirken ein bisschen klumpiger. Also so, als ich sehe das jetzt selber wahrscheinlich auch. Ja, als hätten sie sich einfach zusammengeschoben. Ein bisschen und ein bisschen auseinandergegangen. Nun, Meine Güte, wie können Sie überhaupt gehen mit diesen? Mit diesen. Tut das weh? Und er berührt sie an der Stelle, aber. Au! Wie sehr starke Wachstumsschmerzen. Okay. Nun ja, etwas tut tatsächlich weh. Ja, also ich muss Ihnen Verband verpassen, eine Salbe, am besten Schienen. Ja, das würde vielleicht tatsächlich helfen und ich glaube, ich muss heute noch jemanden anrufen. Einen guten Bekannten von mir, der mit mir lange gearbeitet hat. Aha, ja, tun Sie das. Und haben Sie denn auch bei Ihren Patienten, interessanterweise hat das alles erst angefangen, als ich zeitig hier bin, haben Sie denn bei Ihren Patienten hier, vor allem bei denen, die beim Reverend sind, irgendwelche ungewöhnlichen Dinge bemerkt? Sie sind einer meiner merkwürdigsten Patienten, werter Kollege. Einer Ihrer merkwürdigsten, aber das heißt, Sie hatten merkwürdige Patienten. Ja, eine Probe für irgendwas Zwischenmenschliches. Du weißt, da ist irgendetwas, das er dir nicht sagt, aber er macht auch keine Anstalten, da mit der Sprache rauszurücken. Geht überzeugen. Ja. Kannst du dir aussuchen. Überzeugen passt wahrscheinlich am besten, nicht was sonst. Charm? Warte mal, was habe ich denn? Nein, lieber nicht. Charm 0. Grundwert. Okay. Möchtest du Glück ausgeben? Es ist halt echt saublöd, wenn ich jetzt Glück ausgebe, aber... Nee, das passt schon. Oh, nein. In dem Fall, oh Gott. Das ist halt echt gerade saublöd. Willst du das wissen oder nicht? Ich verdammt nochmal will diese blöde Probe forcieren. Okay, forcierst du die denn? Ja, ich versuche ihn zu bedeuten, überzeugen. Du wirst und plumper und direkter in deinen Fragen. Ja, dann also vielleicht verfährt sich's mir jetzt gleich mit ihm. Komm schon. Oh, verdammte Schande. Es wurde nur schlechter. Kommen Sie, ich merke doch, dass Sie mir was verheimlichen. Jetzt rücken Sie schon mit der Sprache rüber.
Kommen Sie vom Sheriff, werter Kollege? Hat er Sie geschickt, mich auszuspionieren? So ein Unsinn. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin Wissenschaftler. Ich bin neugierig. Ich blicke ihn gierig an. Ich bin neugierig. Ich denke, die Behandlung ist vorbei. Er steht auf. Ich denke, Sie sollten jetzt gehen, Kollege. So war das doch nicht gemeint. Ich werde die Tür zur Praxis für Sie aufschließen. Verzeihen Sie mir, ich fühle mich wirklich nicht gut. Ich gehe. Nimm den Schlüssel und schließe die Tür auf, die von hier nach draußen führt. Verzeihen Sie mir. Ich gehe. LeRaft, ich fühle mich nicht gut. Und Sir, Ihre Füße sehen tatsächlich nicht sehr gut aus. Nein, ich weiß. Ich fühle mich auch von Minute zu Minute schlechter. Ich brauche ein Telefon. Telefon? Ich denke nicht, dass wir ein Telefon finden, aber einen Telegrafmann konnte ich erspähen, als wir ankamen. Ja, dann sollten wir dorthin. Wir können etwas telegrafieren. Ja. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Wie fühlen Sie sich? Nicht gut. Nicht gut. Und ich fürchte, ich weiß auch, woran es liegt. Oh, erleuchten Sie mich. Ich habe ja vollen Einsatz gezeigt bei unserer letzten Mission und habe mich mit diesen Wesen eingelassen, die ihr zuerst gesprengt habt, dank denen wir diese ganzen Informationen über die... Oh, Sie haben sie gefunden, Sir. Sie sind also wirklich nochmal da runtergegangen. Traumlande bekommen haben. Ja, natürlich. Weil dieser Craven, der genauso ist wie der Jones damals, der löst ja alles immer nur mit Gewalt. Aber ich habe natürlich versucht, hier wieder etwas mehr rauszufinden und nicht alles so rübelhaft zu lösen. Ich habe vielleicht etwas gegessen, was sie mir angeboten haben, was nicht so ideal war. Was haben sie gegessen, Sir? Nun, sie haben mir Fleisch gegeben, das sie gehortet hatten. Oh, und aufgrund dessen verändern sie sich nun? Ich kann es nur vermuten. Ich glaube, so etwas tatsächlich schon mal gehört zu haben von Mr. St. Martin. Ja, genau den will ich ja auch telegrafieren oder anrufen. Irgendwie kontaktieren jedenfalls. Ich muss das irgendwie aufhalten. Ich meine, interessant ist es natürlich schon. Soll ich Sie stützen, Sir? Nein, gehen kann ich alleine, glaube ich. Ja, vielleicht hilft das doch, LeRaft. Sehr wohl, Sir. Naja, stütz dich an der Schulter. Weißt du, manchmal ist es doch ganz gut, dass du da bist. Manchmal überlege ich mir doch, dir zu verzeihen. Aber du hast mich ganz schön enttäuscht. Ich war nur 3 Monate weg, Sir. Aber du warst weg. Du bist erst als wie ein Vater für mich. Sie haben sich eine kleine Miniaturausgabe von mir in einem Reagenzglas gezüchtet und sie Mini-Raft genannt, als ich wiederkam. Ich musste diese Abscheulichkeit erst verbrennen. Zum Glück war sie nicht lebensfähig. Ich war nur 3 Monate weg, Sir. 3 Monate. Ja, und ich brauchte einen Nachfolger, einen Mini-Raft. Das habe ich mir gezüchtet. Ja, das habe ich bemerkt, Sir. Und nun reißen Sie sich zusammen, wir schaffen das. Zur Not. Nun ja, wir haben ja das Anwesen in England und ich kann die Besorgungen erledigen. Zur Not überschreiben Sie Ihren Besitz an mich und Sie wohnen im Keller. Du weißt, dass ich nicht aufgebe, bevor ich nicht meine Tochter zurückgeholt habe. Nun ja, so das eine schließt ja das andere nicht aus, nicht wahr? So geht ihr zum Telegrafenamt. Währenddessen sitzen Angel Goodwin und Craven in der Schenke, also in dem Salon. Ihr habt fertig gegessen langsam. Nach einer Weile kommt der Wirt dann wieder. Also der Barmann dann wieder. Noch ein Nachschlag? Vorzüglich, aber danke. Ich halte das Glas hoch. Wenn Sie noch mehr davon haben, gerne. Natürlich. Er nimmt das Glas mit an die Theke, schenkt ein und bringt es dann wieder zurück. Dankeschön. Wenn ich so frei sein darf, Sie scheinen auch nicht unbedingt ein Freund des Reverend zu sein. Ja, das kann sein. Gewisse Institutionen interessieren sich dafür, dass die Predigten des Reverend so viele Menschen anziehen. Nun, sehen Sie es mir nach, aber Sie sind Fremde hier. Ich habe keine Ahnung, warum Sie hier sind oder was Sie genau wollen. Ja, wenn die Dinge gut laufen, nehmen wir den Reverend Sack und Pack mit.
Tatsächlich. Sie wollen den Reverend mitnehmen. Ja, natürlich. Und ihn ausquetschen. Kommt drauf an, ob wir genügend Beweise finden, ob dass er irgendetwas Seltsames tut, was den Menschen schadet. Er tut überhaupt nicht, was den Menschen schadet. Er heilt sie. Er heilt sie? Also ist wirklich an diesen Gerüchten etwas dran? Ja, mehr oder weniger. Ich packe so ein Kästchen Zigarren aus. Rauchen Sie? Nein. Schade, aber macht es Ihnen was aus, wenn ich mir eine anzünde? Ja. Ich glaube, das Kästchen wieder zu. Dann später. Hören Sie. Sehen Sie den Mann dort drüben. Da hinten, an dem Tisch. Der trinkt. Ist das der von vorhin? Nee, das ist ein anderer. Er ist über 60 und er wirkt wie ein Alkoholiker. Da sitzt und in seinem Schnapsglas immer wieder nachfüllt und leert. Eine leere Schüssel, Bohnen neben sich stehen. Das ist Hillard Fowler. Ihm gehört die Straight Grain Lumber Company. Reden Sie mit ihm, er wird Ihnen erzählen, was der Reverend hier tut. Dankeschön. Geht er zurück hinter die Bar und zündet sich eine Zigarette an. Ja, dann nehmen wir unsere Drinks, mein Wasser. Gehen wir mal. Ja, der Barmann beäugt euch Zigarette rauchend, während ihr darüber geht. Und ihr merkt auch, die anderen tun das ebenfalls. Also niemand lässt euch hier großartig aus den Augen. Mr. Fowler. Wer will das wissen? Jack Craven. Ich kenne dich nicht. Können wir ihn einen ausgeben? Ja, das können sie tatsächlich, ja. Craven, Sie auch? Nein. Die Sinne eines Jägers müssen immer geschärft sein. Ich weiß, aber ich wollte der Höflichkeit halber fragen. Okay. Na, du holst ein Glas Whisky. Dann stelle ich es ihm hin. Nun denn, auf diesen wundervollen Abend. Ja, wie auch immer. Er trinkt es jetzt runter, dreht es um und stellt es dann hin. Mr. Fowler, der... Was wollen Sie? Barkeeper erwähnte, Sie haben gewisse auf... Ja, Kontakte zum Reverend? Ich? Kontakte zum Reverend? Der Barkeeper hat es gesagt. Da lügt er. Ich habe überhaupt keine Kontakte zum Reverend. Sind Sie sich da sicher? Ja, da bin ich mir verdammt sicher. Haben Sie was gegen einen Reverend? Ich hab das hier für ihn. Und er zieht einen Revolver und legt ihn auf den Tisch. Wenn meine Hand nur nicht so zittern würde, dann könnte ich es ihm geben. Was hat er Ihnen getan? Der Reverend ist der Teufel. Wir haben Beweise genug, Godwin. Können Sie ein bisschen spezifischer sein? Cornfield ist 40 Tage und 40 Nächte durch die Wildnis gewandert. Ja, das haben wir gehört. Sehr unglaubwürdig. Aber zurück. Da kam ein anderer Mann. Weil er früher fromm war, ist er jetzt dämonisch. Der alte Matthewson hat Schlangenaugen, seit er ihn geheilt hat. Ist das normal? Ist das normal? Da ist ein Mann, wo immer fromm war, mit Schlangenaugen durch die Gegend läuft. Ich hab's einmal gesehen, dass er seine Sonnenbrille abgenommen hat. Warum denkt er, trägt er die immer? Dass niemand seine Pupillen sieht. Hier ist aussehen wie von einem Reptil. Moment, ich habe den Namen nicht ganz verstanden. Wer? Matthewson. Das war noch nicht alles. Ich hab... George Hansen. Bei mir angestellt. Im Sägewerk. Er hatte einen Arbeitsunfall. Bei dem er ein Bein verlor. Und eigentlich hätte er an Ort und Stelle verbluten müssen. Da. Die Hüfte war zerschmettert. So ein Baumstamm ist ihm auf die Beine gefallen. Und ich sag Ihnen, der Mann war so gut wie tot. Und der Dorfarzt, der kam her und er hat ihm ein Bein an Ort und Stelle abgenommen, weil wir ihn nicht hervorgebracht haben von dem Baumstamm. Und dabei, ich hab's ganz genau gesehen, der lag im Sterben. Hansen lag im Sterben, als dieses Bein abgeschnitten war. Aber dann kam der Reverend mit seinen
mit seinen Schlangen. Im Todeskampf hat er sich über Hansen gebeugt und seine Schlangen, die haben ihn gebissen. Seine Klapperschlangen. Aber er ist nicht gestorben, Hansen. Oh nein, nein, er ist nicht gestorben. Hansen lebt. Hat sich beruhigt danach. Und das ist noch nicht alles. 2 Wochen später, da kam er wieder, Hansen, auf seinen 2 gesunden Beinen, wollte seinen alten Job wieder von mir haben. Erstaunlich. Hätte das nicht vielleicht eine Prothese sein können? Angefertigt in einem Tag. Ich hab's ihm nicht geglaubt. Ich bin an seinem Bein gekommen. Ich hab seine Hose zerrissen. Alles voller Schlangenschuppen. Das ganze Bein, auf dem er da angetanzt kam, als hätte ihm nie etwas gefehlt. Das ist wirklich allerhand. Genau sowas kann Katakios verwenden. Nein, ich sag Ihnen, das ist kein Reverend. Das ist der Teufel. Wow, Sir, danke, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt haben. Ich denke, es wird Zeit, dass wir uns um diesen Reverend kümmern. Jetzt lass mich hier nicht auf dem Trockenen sitzen. Er dreht das Glas um und schiebt es dir wieder zu. Ich sag dem Barmann Bescheid. Wie kann man das verkraften, wenn er nicht trinkt, frage ich euch, hä? Ja. Schwierig. Es ist dann zu seinem alten Mann eingefallen und sorgt dafür, dass er den Boden seines Glases nicht sehen muss. Ich kümmere mich drum. Geh zur Bar und hol noch einen. Na ja, der Barmann schiebt dir wieder die Flasche zu. Zufrieden? Erleuchtend, würde ich sagen. Ja, aber lassen Sie nichts davon dem Sheriff hören. Er hört solche Dinge nicht gern. Ist der mit dem Reverend verbandelt? Oh ja. Wenn Sie ihn sehen, fragen Sie ihn, ob alle, die seiner Kirche nicht beitreten wollen, hier weiter in Frieden leben dürfen. Und im christlichen Glauben beten. Fragen Sie ihn das. Werden wir. Sir, schönen Abend Ihnen noch. Ja, schönen Abend. Na gut. Dann geht er hinaus? Ja. Also, nehmen wir den Reverend Hobbs. Ich denke, wir sollten vielleicht erst raussuchen, wie groß sein Netzwerk ist. Vielleicht ist er nicht der Einzige. Ja, aber er hat anscheinend solche Fähigkeiten. Natürlich nehmen wir ihn Hobbs, aber ich denke, wir sollten zunächst alle ausforschen, die mit ihm unter einer Decke stecken könnten, damit wir direkt alle Hobbs nehmen und nicht erst ihn einsacken und der Rest haut ab. Wir brauchen hier nur einen. Craven, unsere Aufgabe ist es, möglichst viele Informationen herauszufinden, dass Kadokeus sich um die ganze Angelegenheit kümmern kann. Und nicht den Reverend einzusacken und dann geht das Ganze mit dem Sheriff hier weiter. Goodwin, sehen Sie hier nicht das große Ganze? Der Reverend macht hier nichts Schlechtes. Die Leute glauben halt vielleicht, ja, dass er satanistische Dinge macht, aber wir wissen es besser. Dass er vielleicht irgendwelche Fähigkeiten hat, die von einem Schlangenkult herkommt. Ja, oder und wir so. Wissen immer noch nicht, auf wessen Seite dieser Reverend steht. Ob er zur inneren Nacht gehört oder zum Kult des Jigs oder ob er selbst ein Schlangenmensch ist, ob es weitere hier gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht zur inneren Nacht gehört. Denn die innere Nacht hat immer sehr verdeckt gehandelt. Aber das hier ist nicht gerade verdeckt. Also würde ich sagen, dass es hierbei um einen möglichen Verbündeten gegen die innere Nacht sich handelt. Wir sollten, glaube ich, mit offenen Karten spielen. Oder wissen Sie was? Einer von uns spielt mit offenen Karten und einer geht zum Telegrafen und kontaktiert Kadokeus. Nun, ich denke, heute... Wie spät ist es? Ja, es ist schon dunkel. Ich denke, wir sollten heute nicht mehr mit dem Reverend reden. Doch ein bisschen verdächtig jetzt. Könnten uns morgen seine Messe anhören. Ja, stimmt. Hören wir uns mal seine Messe an und dann... Aber Telegrafenamt, ja, wir sollten Kadokeus auf jeden Fall davon unterrichten, was wir bereits herausgefunden haben. Vielleicht haben sie Informationen über ähnliche Vorkommnisse
die sie im Archiv irgendwo haben. Und wir wollten ja ohnehin noch in den Aufnahmeraum einsteigen. Stimmt. Ja, Dr. Deed und LaRaft stehen halt, es ist schon dunkel, als ihr durch die Straßen geht. Das Telegrafenamt ist geschlossen. LaRaft, mir geht's immer schlecht. Ich brauche wirklich etwas zu essen. Ich werde hier bleiben. Du musst mir irgendwas organisieren, aber. Was meinen Sie mit was, Sir? Fleisch. Irgendetwas Fleischiges. Viel Fleisch. Irgendetwas Fleischiges, ja. Viel Fleisch. Ja. Nun, ich kann es in dem. Ich glaube, ich habe einen Salon hier entdeckt. Dort kann ich es versuchen. Ja, tu das. Oh, und. Vielleicht kommst du mit dem Barkeeper dort zu sprechen. Das muss doch dieser Barkeeper sein, der Arzt erwähnt hat. Ja, Sir. Nun bleiben Sie hier. Hier im Schatten dieses Telegrafenamtes. In der Nacht. Bleiben Sie einfach hier sitzen. Ja, ich komme zurück. Ja, dann wenn Craven und Goodwin, wenn ihr rausgeht aus dem Salon, dann seht ihr euch LaRaft entgegenkommen. Oh, Miss Goodwin, Mr. Craven, haben Sie irgendetwas herausfinden können? Ja, so allerhand. Ja, eigentlich ganz schön viel. Dieser Referent hat anscheinend Heilungskräfte. Sehr übermenschliche Heilungskräfte. Uns wurde von zwei Personen berichtet, einer davon hat ihm ist ein Bein nachgewachsen, das amputiert wurde. Was dann mit Schlangenschuppen bedeckt war. Oh, nun vielleicht könnte er den Doktor heilen. Heilen? Was? Nein, 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 nein. Körperliche, keine geistige Krankheit. Nein, nein, er ist am Rande des Telegrafenamts zusammengebrochen. Es geht ihm sehr schlecht. Was? Er schickte mich hierher, um Fleisch zu holen. Hat er sich irgendeine Tropenkrankheit eingefangen? Ich habe keine Ahnung, Miss. Ja, dann wir gehen mal zu ihm. Wir wollten ohnehin in diese Richtung. Ja, Sie finden ihn beim Telegrafenamt. Sagen Sie, warum sind Sie nicht bei ihm, wenn er zusammengebrochen ist? Ich sagte doch schon, er schickte mich, um Fleisch zu holen. Fleisch? Fleisch. Na gut, viel Glück. Das waren seine Anweisungen, ja. Holen Sie mir Fleisch. Na gut, viel Glück. Craven, kennen Sie irgendeine Tropenkrankheit, die Gelüste auf Fleisch auslöst? Naja, es gibt da diese Blutkrankheit, die von Fledermäusen, von tropischen Fledermäusen übertragen wird. Da kriegt man ganz blutunterlaufene Augen und hat irrsinnigen Heißhunger auf Blut. Ich runzel ein bisschen die Stirn. Tropenkrankheit. Nun ja, vielleicht ist es das oder etwas Ähnliches. Suchen wir den Doktor. Ja, falls du nichts anderes tun möchtest, in der Zwischenzeit finden sie dich. Dann siehst du, wie zwei Gestalten in der Nacht auf dich zukommen. Einer riesig, mit einem Löwenfell bekleidet, die andere zierlicher neben ihm. Ach, sie sind es. Das ist ja richtig gut, sie mal zu sehen. Deeds, sie sehen wie immer aus. Fürchterlicher als sonst, möchte man sagen. Naja, er ist blass, seine Haut wirkt ein bisschen, ja, du hast nicht wirklich einen Begriff dafür, so ein bisschen gummiartig vielleicht. Ich knie mich so neben ihn, guck ihn an. Haben Sie sich schon selbst diagnostiziert? Ich war auch schon beim hiesigen Arzt. Normalerweise würde ich das nicht tun, aber ich wollte Informationen. Haben Sie das ausgefunden? Ja, also erstmal sind die Einheimischen hier nicht unbedingt alle auf Seite des Reverends. Ja, wissen wir. Und ich habe es zwar nicht genau aus ihm rausbekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die auf Seiten des Reverends sind, sich verändern, weil er hat einige Patienten behandelt und er hat es zwar nicht gesagt, aber ich konnte es genau erkennen, irgendetwas war anders mit diesen Patienten. Ja, das deckt sich mit dem, was wir herausgefunden haben. Einem Mann ist ein Bein nachgewachsen. Bein nachgewachsen. Mit Schlangenschuppen drauf. Und ein anderer hat nach einer Wunderheilung plötzlich Schlangenaugen bekommen. Das klingt ja fantastisch. Ja, finde ich auch eigentlich. Nun, jedenfalls, der Sheriff scheint auch ein Anhänger des Reverends zu sein. Also stecken sie wohl unter einer Decke und was auch immer da genau los ist. Jedenfalls verwendet der Reverend in seinen Predigten Schlangen. Also
Wenn Sie da morgen hingehen, sollten Sie vorsichtig sein. Kommen Sie nicht mit? Na, wobei, in dem Zustand. Ich weiß es noch nicht. Jetzt tun Sie nicht so und kommen Sie. Und der Schmied und der Barkeeper, die scheinen die Leute anzuführen, die sich gegen den Reverend erhoben haben. Der Schmied, Bill Schönberg. Den sollten Sie vielleicht auch suchen. Nun, Doc, wollen Sie mitkommen? Wir möchten einmal... Ich zeige auf das Postamt. Da rein? Das ist doch zu, ich muss auch da rein. Ich muss einen alten Freund aus London kontaktieren. Wir haben Abenteuer erlebt und ich habe damals ein Spukhaus erworben und... Ja, genug mit Ihrem Märchen. Jetzt können Sie da hinein oder nicht? Eine Reihe von Häusern in London errichtet mit Kuriositäten und er ist der Manager dieser Häuser und er verdient ganz gut daran und er hat breites Wissen über Okkultes. Er kann mir vielleicht helfen. Er weiß vielleicht, was mit mir los ist. Sagen wir so, wenn ich uns da hereinbringe, können Sie telegrafieren? Kann ich telegrafieren? Ich denke, das könnte dir hinkriegen. Mit einer Intelligenzprobe, ja, denke ich. Okay. Oder eine Probe auf Bildung. Nun gut, wir haben ja bereits einen Eingang erspäht. Ich weiß schon, wie das geht. Das ist schon alles im gleichen Gebäude, oder? Ja. Ihr hört Schritte... Und Luraft kommt zurück und er hat einen Blechnapf mit einem Löffel bei sich. Sie hatten nur Bohnen mit Speck, Sir. Die Bohnen hätte ich nicht gebraucht. Ich löffle den Speck aus. Du merkst, das hilft überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das, was du brauchst. Das ist überhaupt nicht das, was ich brauche. Und du merkst so eine... ganz, ganz feine Note von Verwesung, die von der Wüste in deine Nase zieht. Nichts, das irgendjemand sonst bemerken könnte, so Richtung des Friedhofes. Riecht dir das auch, so eine feine Note von Verwesung? Das ist es, was du brauchst. Das ist es, was ich brauche. Dein Magen knurrt, dein Appetit regt sich. Ich leg ihm kurz die Hand auf die Stirn, hat er Fieber? Ja. Doc, Sie sind völlig im Delirium. Ich denke, Sie sollten ins Bett. Wir müssen schnell San Martin antelegrafieren. Ja, dann kommen Sie mit hinters Haus. Ja, hier ist niemand, es ist Nacht. Da hinten ist das Fenster. Und hinter dem Raum liegt dieses Grammophon. Ich versuche, das Fenster aufzubrechen. Schließtechnik wäre das. Boah, es ist so hart daneben, da kann ich nicht mal mit Glück... Oh ja, das ist ein so hochtechnologisches Fenster, können Sie nicht rein, oder? Craven, machen Sie sich nicht lächerlich. Ich habe einfach nur die Dietrich in meiner Reisetasche vergessen. Raft, kannst du was machen? Selbstverständlich, Sir. Er nimmt seine Winchester, dreht sie um mit dem Knauf und stößt sie durchs Fenster. Ihr hört ein Klirren in der Nacht und Fenstersplitter rieseln nach innen. Hätten Sie nicht ein Tuch drum wickeln können, Sie Idiot? Nun, manchmal werde selbst ich etwas ungeduldig, Miss. Ja, das wäre auch mein Ansatz gewesen, aber ein bisschen leiser. Ich horche, hört man Schritte von irgendwo, ja, genau, oder Schreie oder Rufen. Mach eine Probe auf Horchen. Alle? Nee. Hey, heute passt. Auch? Du kannst auch, ja. Heute funktioniert echt gar nichts. Normaler Erfolg. Okay, Craven, du hörst nichts. Du bist dir sicher, es kommt nichts. Keine Gefahr, schleicht dich an. Na, immerhin. Dann schiebe ich greife ich durch das Loch durch, mach den Riegel zur Seite und mach's auf. Okay. Ich halte hier Wache. Okay. Dietz kauert unten an die Holzwand gelehnt. Luraf Jedimi, Craven hält Wache und Goodwin klettert hinein. Da kommen Sie. Wenn Sie telegrafieren wollen, sollten Sie mitkommen. Ja, gut, ich kletter hinein. Okay. Du kletterst hinein. Helf ihm. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie nicht nur hübsche Hände, sondern auch haben, sondern auch gut riechen? Noch besser würde sie riechen, wenn man sie 3-4 Wochen gut abhängen würde, in irgendeinem Erdloch vor sich hinreifen lassen würde. Doc, Sie sind wirklich krank. Suchen wir zuerst den Telegrafen, damit Sie Ihrem Freund telegrafieren können. Dann können wir auch gleich an Kadokeus telegrafieren, was wir hier rausgefunden haben. Um sie im Bilde zu behalten und dann gucken wir uns in diesem Aufnahmeraum gründlich um. Ja, ja. Was auch immer. Telegrafiere, versuch zu telegrafieren. Soll ich eine Probe machen? Ja, mach eine Probe auf Bildung einfach, ob du das alles richtig machst.
Geht auch Intelligenz. Es geht auch Intelligenz, wenn du möchtest. Gut. Ja. Oh, extremer Erfolg. Dafür sollte ich innerhalb von einer Minute eine Antwort kriegen. Der Doktor kann das. Er telegrafiert. Ja, wenn der Doktor Doc telegrafiert, gucke ich mich schon mal in dem Aufnahmeraum um, ob ich irgendwie Aufzeichnungen finde. Irgendwelche Tonbänder, so Grammophonplatten. Ja, meine Bohr verborgen ist erkennen. Komm, irgendwas muss doch funktionieren. 18, ja! Schwieriger Erfolg. Ja, in diesem Raum sind Aufnahmen versteckt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die technisch aussehen, also wie die Technik dieser Zeit war, aber man konnte mit einem Grammophon sagen, mir meine Notizen etwas aufnehmen. Und da gibt es Aufnahmen zu finden. Ja, die sind versteckt. Die sind unter einer losen Diele sind die versteckt. Graven! Ja. Das sind tatsächlich Aufnahmen. Sehr gut, stecken Sie sie ein. Doc. Ja. Sind Sie fertig? Ich habe mal an meinen Freund telegrafiert, ja. Dann schicken Sie auch eine Nachricht an Kadokeos. Was soll ich Ihnen denn überhaupt schreiben? Der Reverend hat scheinbar irgendwelche magischen Fähigkeiten, die definitiv auf Schlangen Einfluss hinweisen. Reverend, scheinbar Schlangenmensch. Na ihr, Reverend, stopp. Magische Fähigkeiten, stopp. Schlangenmenschen, nein, stopp. Schlangenmensch. Okay, kommen Sie mit, ich habe ein paar Aufnahmen gefunden. Gehen wir zum Grammophon. Ja, dann, Craven, hörst du, wie Aufnahmen abgespielt werden in dem Raum und ihr hört eine Predigt. Eine. Ist es denn gut, wenn wir uns das anhören? Vielleicht fallen wir auch hinter diese komische Hypnose. Doc, wenn ich mich danach komisch verhalte. Erschieße ich Sie. Ich wollte sagen, geben Sie mir wieder was von dem Adrenalin. Das hat mich das letzte Mal auch komplett gaga gemacht und wieder aus der Starre gerissen. Dann hörst nur du den Aufnahmen zu und du hörst eine komplette Messe von etwa einer halben Stunde. Jede Aufnahme ist eine Messe von etwa einer halben Stunde und es klingt wie eine ganz normale Bibelmesse eigentlich. Mach bitte eine Probe auf MA. Auf MA. Extremer Erfolg. Klingt für dich wie eine ganz normale Messe. Nichts Auffälliges. Craven der Hunter. Ich gehe ans Fenster. Jim, Craven. Die will was von Ihnen. Ich gehe wieder ein bisschen näher. Ich denke, Sie müssen sich das anhören. Für mich hört sich das alles ganz normal an, wie eine stinknormale Messe. Aber Sie sind der Einzige hier, der potenziell Nakal verstehen könnte. Nun, Sie lieber nicht. Wenn da irgendeine Nakal-Frequenz untergemischt ist, dann höre ich es sicher nicht. Aber Sie können auch nicht fremde Frequenzen hören, die für das normale menschliche Gehör normal nicht hörbar sind. Excusez-moi. Ich habe die Augen eines Falken. Ich habe die Ohren eines Luchses. Ich habe die Reflexe eines Panthers. Ja, dann spitzen Sie mal Ihre Luchsohren und hören mit zu. Ja, okay, dann halten Sie Wache und ich höre mir das an. Okay. Wie fühlen Sie sich? Anders? Wie immer. Wenn Sie mich so angucken, läuft mir ein kleiner Schauer den Rücken runter. Also ganz normal. Ja gut, dann gehe ich zum Grammophon. Dann hörst auch du dir diese Messe an. Mach bitte eine MA-Probe. Omnino Patrii Filio Spiritus Sancti. Normaler Erfolg. Okay. Ja, auch du hörst dir diese Messe an. Es ist eine normale Messe. Du kennst Tobas nicht wirklich eigentlich, denn du hörst Tobas eigentlich nicht. Ich weiß nicht mal, ob Craven irgendwie den christlichen Glauben besonders kennt. Kennen, ja. Aber ich glaube nur an die Naturgötter. Dann ist es für dich noch ein bisschen fremdartiger einfach, diese Predigt, die hier erzählt wird. Höre ich vielleicht in Unterton? Höre ich etwas vielleicht unter dieser Aufnahme? Nee. Eine geheime Frequenz? Nee. Gar nichts. Wenn, dann bist du absolut nicht anfällig dafür. Und? Geh ich wieder zum Fenster. Nichts. Oh, welch Wunder. Und wer hat's gesagt? Nun, vielleicht muss man das technisch irgendwie bearbeiten. Nehmen wir die Aufnahmen auf jeden Fall mit. Beweismittel. Ja. Haben Sie schon eine Nachricht an Kartokeus geschickt? Ja. Der Doc hat uns telegrafiert. Sehr dass gut. Wir den Reverend im Verdacht haben. Ja, und weiter. Was?
Sie hätten auch gleich ein Team beordern können. Wir sind das Team, Graven. Nein, jemand, der was hier aufräumt. Was wollen Sie denn schon aufräumen? Graven, Katokeus ist sowieso unterbesetzt und wie Sie sich unschwer erinnern, fliegt gerade ein Dinosaurier in New York rum? Vor allem, wir sollten hier nicht gleich aufräumen, wir sollten hier noch weitere Informationen sammeln. Okay, dann gehe ich steig wieder raus. Vielleicht kriegen wir endlich die Chance, diese Schlangenmenschen irgendwie zu erkennen. Und wie? Ich habe immer noch diese fixe Idee, vielleicht kann man Schlangenmenschen an dem Geruch wahrnehmen. Du nimmst etwas anderes vom Geruch wahr. Nämlich die Toten im Friedhof und ja, der Geruch wird immer stärker und penetranter. Mach doch bitte nochmal einen Konstitutionsprobe. Nochmal? Ja. Das ist nicht nett. So lange, bis du es versammelst. Und ich hab's wieder geschafft, indem ich etwas Glück ausgabe. Und so wird's immer weniger. Also so wie ich das sehe, finden wir noch genauere Informationen über den Reverend raus. Ob er vielleicht ein potenzieller Feind ist. Wenn nicht, dann fragen wir ihn, ob er potenzieller Verbündeter ist. Und wenn das auch nicht zustimmt, dann verziehen wir uns wieder und sagen, Katakiris, sie sollen diesen Ort hier ausräuchern. Nun ja, der Rest der Bevölkerung kann ja nichts dafür, wenn der Reverend sie manipuliert. Das ist mein Problem. Craven, Sie gehören zu den Guten. Ja, schon. Aber irgendwann muss man auch... Ja, diejenigen, die auf der Gegenseite stehen und nicht jeden, der damit in Berührung gekommen ist. Naja, verziehen wir uns, bevor uns jemand sieht. Ja. Ins Hotel? Ja. Vielleicht sollten wir irgendwie außenrum gehen, dass man, falls man uns sieht, aus einer anderen Richtung kommen sieht. Kann ich? Ich meine, das ist jetzt eine ziemlich doofe Idee. Kann ich irgendwo... in der Umgebung. Denn der Ort ist ja eigentlich mitten in der Wüste gebaut, fast. Ja. Wenn ich ein bisschen mich entferne, kann ich irgendwo ein Kadaver eines Vogels oder so ausfindig machen. Ja, könntest du durchaus. Ich überlege gerade, was man da... Naja, irgendeine Probe, die mit Überleben der Wildnis zusammenhängt, wäre da... Naturkunde könnte ich... Naturkunde, Spuren lesen, irgend sowas. Wo bin ich Naturkunde? 19. Okay. Schwierig. Ja, du findest den Kadaver eines Tieres. Ist es ein Vogel? Es muss ein Vogel sein. Es muss ein Vogel sein? Ja. Okay, dann ist es ein Vogel, ja. Wirklich? Ja. Dann nehme ich den und werfe ihn durchs Fenster. Okay. Genius. Okay, wow. Ich breche vor allem noch das Genick. Okay. Und dann werfe ich ihn hin. Craven ist verschwunden, kommt dann wieder, hat einen toten Vogel, bricht ihm das Genick und wirft ihn durchs Fenster. Craven, genial. Craven. Ich meine... Was? Bin ich so im Delirium? Das ist genial. Ich meine, es kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Es wird funktionieren. Gehen wir ins Hotel. Bringen wir sie ins... Raft, im Hotel gibst du mir etwas, was mich schlafen lässt. Du kennst ja meine Herztasche. Sehr wohl, Sir. Ich denke, Sie sollten vielleicht bei uns im Zimmer nächtigen. Nein, das ist keine gute Idee. Nun, bei uns im Zimmer nächtigt auch diese junge Frau, Susan. Ja, und ich möchte den Doktor in diesem Zustand ungern nahe einer unbeteiligten Person lassen. Ja, da können Sie recht haben. Aber diese Frau, sie ist so... saftig. Und genau deswegen kommen Sie mit uns. Gut, gut. Also dann werde ich bei ihr schlafen. Ich werde die Arzttasche holen und dann in ihr Zimmer kommen. Ich werde dem Doktor noch etwas verabreichen. Gut. Wenn es sein muss. Es wird sicher nicht schaden. Kommen wir zurück ins Hotel. Die Tür ist noch offen, aber offenbar nur offen gelassen, weil man wusste, dass ihr noch kommt, denn es ist alles leer und dunkel. Ihr könnt rauf. Susan ist tatsächlich im Zimmer, schläft. Luraft bringt die Arzttasche. Ihr quartiert Deed zu euch. Auch ihr seid nicht allein im Zimmer. Es sind noch zwei andere bei euch einquartiert, die auch schlafen im Zimmer. Und Luraft gibt dann Deed etwas, damit er sehr schnell einschläft. Geht dann zurück und legt sich auch
schlafen in eurem Zimmer. Und so kommt die Nacht über Bingham und ihr alle schlaft, bis ihr dann am nächsten Morgen wieder wach werdet. Ja? Du wirst wach und bräuchtest eine Konstitutionsprobe. Geschafft? Ja. Okay. Du hast immer noch dieses nagende Verlangen nach Fleisch, nach totem, verwesenden Fleisch. Wenn du das nicht bekommst, tut's zur Not vielleicht auch irgendetwas anderes. Ganz kurz siehst du dich im Raum um, siehst Craven, Goodwin und die anderen beiden, die da liegen, verdrängst den Gedanken aber dann sofort wieder, schüttelst ihn ab und wirst ein bisschen klarer im Kopf und kannst das unterdrücken. Das kommt davon, ich hab das ja nur getan, damit wir unsere Mission erfüllen können, diese Ghouls. Ich muss ich selbst bleiben. Ich darf nicht zu einem Wilden werden, so wie dieser Craven oder Jones oder wie sie alle heißen. Ich muss bleiben. Also vielleicht tut's auch schwarzer Kaffee, Eier und Speck. Vielleicht gibt's ja irgendein Frühstück. Dietz, Sie sehen aus wie immer. Beschissener als gestern, möchte man sagen. Wir sollten auf das Telegrafen abgehen. Ich glaube schon. Nachricht. Antwort bekommen. Ich hoffe, ich habe schon Antwort bekommen, aber ich denke schon. Ja, und dann sollten wir der Messe einen Besuch abstatten. Ja, wichtig ist aber, dass es mir jetzt mal gut geht. Nun, ich kann die Messe auch allein besuchen. Wenn Sie mit dem Doc aufs Telegrafen gehen. Nein, diese Schlangen, Sie sollten zu zweit gehen. Ich gehe mit LeRaft. Ja, gehen wir zu zweit. Und Sie schauen dann, ob sich etwas an uns verändert hat. Und seien Sie vorsichtig wegen dieser Schlangen. Und ich ziehe meine Pumpe aus der Arzttasche, die wir das letzte Mal auch schon hatten. Die Schlangen. Giftpumpe. Die Pumpe. Ja. Ich habe Pumpe verstanden. Nein, Pumpe. Die Pumpe. Ja. Und gebe sie euch mit. Oh, danke. Oh, danke. Ich nicke LeRaft zu. Sie halten ein Auge auf ihn? Ja, selbstverständlich. Ich werde beim Doktor bleiben. Wenn ihr wollt, es gibt unten tatsächlich Frühstück, wollte ich nur erwähnt haben. Schwarzer Kaffee, Eier, Speck, bisschen Brot. Ihr könnt euch tatsächlich alle zum Frühstück sitzen. Das hilft ein bisschen, Dr. D, dabei ist nicht das, was du brauchst. Ich sehe, wie Dr. D sich so runterplagt und ich sehe ihn so an und ich habe ja auch diese Kreaturen gesehen, ne? D, hast du schon mal probiert, auf allen Vieren zu gehen? So als Experiment so vielleicht mal? Nein, das werde ich natürlich nicht tun. Ich bin ein Arzt aus London. Ich werde nicht auf allen Vieren gehen. Und ich werde euch auch nicht irgendwelchen Trieben nachgeben. Ich werde Sie nicht... Sehr recht, Sir. Bleiben Sie aufrecht. Welche Triebe plagen Sie, Doktor? Die Fleischeslust. Aber nicht so, wie Sie das vielleicht verstehen. Vielleicht können Sie noch einen toten Vogel für den Doktor finden. Nein, nein, nein. Auch das wäre... Ich weiß, man sollte dem nicht nachgeben. Das kann nicht gut sein. Ich muss das jetzt bekämpfen und schauen, was mein Freund aus England sagt. Na dann, auf zu dieser Predigt. Okay. Nach dem Frühstück gehen Craven und Miss Goodwin zur Kirche, um der Predigt des Reverend beizuwohnen. Und LeRaft und Dr. Deeds gehen zum Telegrafenamt. Ich mache noch kurz euch beide, bevor ich zur Messe komme. Ja, Diet, du gehst zum Telegrafenamt mit LeRaft, gehst rein und dort ist nur ein junger Mann gerade. Guten Tag, ist eine Nachricht gekommen für Dr. T.Y. Diet Lazes. Ich werde nachsehen, ja, warten Sie einen Moment. Und er geht die Nachrichten durch. Oh Gott. Tatsächlich, ja. Hier ist sie. Und er reicht dir einen kleinen Zettel, wo steht: Schlecht. Stopp. Komme Amerika. Stopp. New York? Fragezeichen. Wie? Komme Amerika? Stopp? Ja. Er will ja kommen, statt dass er mir einfach sagt, was ich tun soll. Kann er scheinbar nicht.
Okay, dann schreibe ich ihm halt zurück, dass wir in Bingham, Oklahoma sind. Und schnell Rufzeichen, stopp. Okay. Sehr schnell Rufzeichen, stopp. Okay, schreib's das zurück. Währenddessen seht ihr beide, bereits um 9 Uhr ist die kleine Kirche voll und jede der Bänke ist besetzt. Es gibt sogar Leute, die sich seitlich zu den Bänken an die Wände gelehnt haben oder zum Fuß des Rednerpultes sitzen. Die Tür steht offen und wie immer zieht leichter Staub ins Innere, der in der Luft kaum zu sehen ist. Reverend Cornfield steht am Rednerpult und hält seine Predigt über Adam und Eva und die Schlange, welche ihnen das Wissen und den Mut gab, sich in der Welt zurechtzufinden. Die Predigt handelt davon, sich zu verlaufen und durch subtile Zeichen den richtigen Weg zu erkennen, an dessen Ende die Heilung liegt. Die Heilung für alle. Dann steigt der Reverend vom Rednerpult und geht zu einer Kiste, die er auf dem Tisch an der hinteren Wand gestellt hat. Ein Raunen geht durch die Menge und einige keuchen schwer. Cornfield zieht zwei Klapperschlangen aus der Kiste und hält sie, eine in jeder Hand, wie Kirchenrelikte von sich gestreckt, während sich die Tiere mit dem Schweif um seinen Unterarm und den Oberarm wickeln und sich mit dem Kopf aufstellen und in Richtung der Menge starren. Als er wieder nach vorn geht, hebt er an zu sprechen. Sehet, ich habe euch die Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und zu siegen über alle Gewalt des Feindes. Nichts wird euch schaden. Gregory Cunningham, du hast mich aufgesucht wegen deines Beines. Ein Sturz vom Pferd nahm dir die Möglichkeit, das karge Land deiner Farm zu bestellen. Unser Herr hat Mitleid mit deinen Mühen. Tritt hervor und stelle dich seinem Urteil, auf dass du diese Kirche auf zwei gesunden Beinen verlassen wirst. Und ihr beide seht den Mann, den ihr am Bahnhof gesehen habt. Gestützt von den zwei Männern, zwei Gehilfen, sie ziehen ihn von einer Bank, er sitzt irgendwo ganz vorne, und sie helfen ihm nach vor zum Rednerpult, auf die drei Stufen, zum Podest empor, auf dem dieses ganze Kirchenpodest mit dem Altar und so angebracht ist. An den Stufen sehen sich die beiden Helfer zurück und lassen den Mann selbst sichtlich unter Schmerzen die Stufen hinaufhinken, fast auf allen Vieren. Bis er mehr vor dem Reverend sitzt als steht. Der hat sich über ihm aufgebaut mit seinen beiden Schlangen. Bist du bereit, dich dem Urteil des Herrn zu stellen? Das bin ich, Sir, das bin ich. Der Reverend nimmt eine der Klapperschlangen und legt sie dem Mann um den Hals. Augenblicklich stellt sich der Schwanz der Schlange auf und er hört das dumpfe Rasseln von den Kirchenwänden wieder hallen. Ein Geräusch, das man in der Wildnis absolut nicht irgendwo neben sich hören möchte. Und durch die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesunden. Die Rassler-Klapperschlange rasselt die ganze Zeit über, als Cornfield diese Worte spricht. Dann ebbt es plötzlich ab und die Schlange schmiegt sich ruhig um den Hals von Gregory Cunningham. Du wurdest geprüft und angenommen. Cornfield nimmt ihm die Schlange ab. Nun leg dich hin und strecke dein verletztes Bein aus. Der Mann tut auch das und der Reverend zieht das Hosenbein bis über den Unterschenkel nach oben. Ihr seht, das Bein ist schwarz angelaufen, vollkommen steif, wirklich eine schlimme Verletzung, irgendein Bruch, der nie irgendwie geheilt ist. Er lässt die zweite Klapperschlange auf das Bein gleiten. Ihr seht, wie die Zunge über die Haut zuckt, als würde sie etwas suchen. Und suchen. Und schließlich beißt sie zu. Der Mann schreit auf, die Menge keucht und die Schlange pumpt ihr Gift in das Bein des Mannes. Aber die Wunde schwillt nicht an. Und Gregory Cunningham scheint auch keine Schmerzen zu haben, ganz im Gegenteil. Der Reverend nimmt die Schlange auf seinen Arm zurück und so unglaublich es auch ist, Mr. Cunningham erhebt sich. Er hebt sich und belastet sein zuvor kaputtes Bein. Ohne Stock steht er fest auf seinem vormals verletzten Bein
und geht ein paar Schritte. Nun geh hin, mein Sohn. Was du verloren hattest, wurde dir zurückgegeben. Die Menge hält förmlich den Atem an und starrt auf den Mann, als er von sich selbst die Stufen hinuntergeht. Der Reverend geht ganz vor, am Rande des Protests, blickt dem Gehalten nach, als der Mann diesmal ganz ohne Hilfe seiner Knechte wieder Platz nimmt und lässt dann seine Augen einige Zeit durch die Kirche schweifen, immer noch beide Klapperschlangen in den Händen. Schließlich zeigt er auf dich, Craven. Ich spüre eine Angst in dir, ein Trauma betreffend dieser reinen und majestätischen Tiere in meinen Armen. Ich vermag auch die Wunden des Geistes zu heilen. So komm und tritt vor, auf dass ich diese Last von dir nehme. Halleluja. Und ich gehe vor. Okay. Du gehst vor, stellst dich hinauf. Psychologie. Du überragst den Mann. Was möchtest du denn damit tun? Muss ich machen, um widerstehen von meiner Phobie gegen Schlangen. Ja, mach das bitte. 4. Extrem Erfolg. Oh, okay. Ja, du schaffst das. Du unterdrückst das, baust dich vor ihm auf mit seinen Schlangen. Er und seine Schlangen starren beide zu dir hoch. Strecke deinen Arm aus. Und er lässt eine Schlange auf deinen Arm gleiten, eine der Klapperschlangen, die den anderen Mann nicht gebissen hat. Sie schlängelt sich um deinen Arm weiter hinauf zu deinem Hals und lässt ihre gespaltene Zunge über deinen Hals streifen. Mach doch bitte eine Probe auf MA. 84, nicht geschafft. Nicht geschafft. Die Schlange beißt zu. In den Hals? Die Schlange beißt zu und beißt dich in den Hals. Mach bitte eine Konstitutionsprobe. 85, nicht geschafft. Okay, du nimmst 2W10 Punkte Schaden. 10 Punkte. Das ist keine schwere Wunde. Aber, uff. Also ihr seht, wie die Schlange Craven in den Hals beißt und er zu Boden geht und die Schlange sein Gift in seinen Hals pumpt. Die ganze Wunde läuft lilafarben an und zieht sich runter, die Venen hinab und die Leute springen keuchend auf. Doch Cornfield hebt seine Hände. Halt, bleibt sitzen. Dieser Mann wurde nicht angenommen, aber dennoch werde ich deine Last von dir nehmen. Leider ist sie bei dir mit Schmerzen verbunden. Oh. Und er lässt die zweite Schlange auf dich kriechen. Ich schlängel mich unterdessen möglichst unauffällig nach vorne, dass ich so weit wie möglich in der Menge vorne stehe und im Notfall eingreifen kann. Ja, Craven. Soll ich nochmal würfeln? Psychologie, oder? Brauchst du nicht. Okay. Craven ist da zusammengesunken auf dem Protest, während die zweite Schlange sich auf seinen Arm schlängelt, sich zur ersten schlängelt, einmal um seinen Hals herum und auch die mit der Zunge über deine Wangen gleitet. Mach doch nochmal eine MA-Probe. 10. Geschafft. Extrem Erfolg sogar. Okay. Die Schlange beißt dich nicht und klettert über deinen Arm zurück zu Reverend Cornfield. Und auch die zweite Klapperschlange tut das. Du spürst, wie das Gift in deinem Körper arbeitet. Und Cornfield baut sich wieder über dir auf. Es tut mir sehr leid, mein Sohn, dass du diese Schmerzen ertragen musstest. Du wurdest nicht angenommen und bist nicht in unserer Gemeinschaft willkommen. Dennoch wurde die Last von dir genommen. Du kannst dir deine Ophidiophobie wegstreichen. Wirklich? Du merkst, jetzt, als du die Schlangen siehst, dieses Unwohlsein, diese Panik, wenn du sie siehst, ist verschwunden. Vielen Dank, Reverend. Halleluja. Preise den Herrn. Ich gehe vor und helf Craven auf. Irgendjemand in der Menge schreit, was hat er denn nun getan?
Hat es irgendwas gebracht? Hat mich geheilt, hat mich geheilt. Und einer geht zu dir und sieht dich an. Die Schlange hat dich gebissen. Was hat er getan? Woran hast du gelitten? Ich hatte Angst, ich hatte panische Angst. Vor Schlangen, vor allem Gezücht. Ich konnte nicht in meinen Garten gehen. Jede Blindschleiche hat mich panisch davon. Hat er dich geheilt? Er hat mich geheilt. Halleluja. Ich stütze dich so und ziehe so meine Augenbraue so ein bisschen hoch. So. Nein, Godwin, tatsächlich. Er hat mich geheilt. Er hat wirklich einen Kraft. Halleluja, preise den Herrn. Jetzt, mein Bruder, komm und setze dich irgendwo hin. Wo uns keiner sieht. Vielleicht schnappen wir ein bisschen. Ich muss mich ausruhen. Hab Dank, Reverend, hab Dank. Ja, und wir gehen hinaus. Wir gehen hinaus. Nun, ich bin froh, dass jener den Biss der Schlange überstanden hat. Leider ist es nun das Los unseres Herrn, das entscheidet, wer würdig ist und wer nicht. Die Schlange hat uns gezeigt, dass wir jenen leider nicht in unsere Reihen aufnehmen können. Kann ich alles haben, nicht? Wenn wir draußen sind, Craven, setzen Sie sich mal hin, ich komme so nicht dran. Dann hole ich die Giftpumpe raus und versuche ihm das Gift da so rauszusaugen. Ach, gehen Sie doch weg mit dem Zeug. Craven, jetzt stellen Sie sich nicht so an. Das ist Schlangengift, Klapperschlangengift. Ich bin Craven the Hunter. Ich drücke dich sehr vehement nach unten. Als könnte irgendein tierisches Gift irgendetwas ausrichten. Aber Sie haben recht. Sie haben recht. Vielleicht könnten wir dieses Gift analysieren. Ja, nun, so wie sie aussehen, ist das echte Schlangengift gewesen. Pump, pump. Okay, holst wieder ein bisschen was raus davon. Ja. Es ist halt ein bisschen spät, ne? Die Wirkung ist schon eingetreten. Ja. Wovon haben Sie da vorhin gesprochen, von wegen panischer Angst vor Kriechtieren? Haben Sie das nicht gewusst? Habe ich das nicht erzählt? Habe ich das nie gesagt? Nein. Habe ich das wirklich nie gesagt? Nein, hast du nie. Wirklich? Naja, dieses Zepter in dem Schlangentempel in Borneo. Es hat mir nicht nur diese Visionen gegeben, dass ich Nakal verstehe, sondern es hat mir auch panische Angst bereitet. Vor allem Geschöpften. Das haben Sie nie erwähnt. Im Kontrollraum war ich einen Moment lang ziemlich bestürzt, als sich der Doktor in seine Schlangenversion transformiert hat. Ja. Haben Sie das nicht bemerkt? Nun ja, ich war auch kurz bestürzt. Ja, und da hatte ich einen Anfall. Haben Sie gut versteckt, Graven. Dankeschön. Aber ja, das ist jetzt weg. Also. Auch die Schlangen, als ich in die Kirche getreten bin, musste ich mich zusammennehmen, dass ich nicht panisch flüchte. Vielleicht sollten wir den Doktor hierher bringen. Ist vielleicht ein wenig unkonventionell. Dem geht's doch gut. Ach, Graven. Ist ein wenig unkonventionell, aber vielleicht... Ich meine... Es ist vielleicht was Wahres dran, dass jeder von diesen Schlangen auch in eine Art Pakt gezwungen wird. Ich meine, bei mir hat es nicht funktioniert, weil ich ein willensstarker Mensch bin. Aber der Doc vielleicht? Vielleicht. Wir könnten auch diesen Mr. Cunningham abfangen, dessen Bein gerade geheilt wurde. Ja, stimmt. Ist der noch drinnen in der Kirche? Ja, die Messe ist noch im Gang, also... Reverend Cornfield spricht weiterhin zu den versammelten Leuten. Aber wenn wir schnell sind, könnten wir tatsächlich Dietz herbringen, ja. Okay. Das machen wir. Dann dreht ihr euch um Dr. Dietz zu Reverend Cornfield in die Messe zu bringen. Das ist lustig. Und ich denke, das ist ein sehr guter Moment für unsere nächste Pause. Bis bald.